Schöne Musik. Was für ein herrlicher Garten. Würzige Düfte umwehen mich. Während ich Lasten schleppe, geht der Herr dort im Garten spazieren, speist Fasanenschenkel und trinkt feurigen Wein. So ist die Welt. Die einen sind arm, die anderen reich. Manche schwelgen im Glück, viele leben im Unglück. Da kann man nichts machen. Alles geschieht, wie Allah es will. Was redest du, mein Freund? Entschuldige, Herr, wenn ich deine Ohren beleidigt habe. Mühsal und Unglück lassen den Menschen klagen. Wie heißt du? Sindbad, der Lastenträger. Dein Name gleicht dem meinen. Ich bin Sindbad, der Seefahrer. Tritt ein. Herr, ich will dich nicht belästigen. Komm herein, Lastenträger. Lass dir erzählen, was ich durchmachen musste, ehe ich Herr dieses Gartens und meines Hauses wurde. Nimm Platz, iss und trink und hör. Wisse, Lastenträger, mein Vater war ein Kaufmann. Als er starb, hinterließ er mir großen Reichtum. Ich aß vom Besten, trank reichlich, kleidete mich prunkvoll, verschwendete mein Leben, ging müßig und glaubte, so werde es ewig dauern. Eines Tages erwachte ich und kam zu Verstand. Mein Wohlstand war zum Missstand geworden, mein Reichtum zur Armut. Ich hatte alles verprasst. Da begann ich zu jammern und zu klagen, bis mir das Wort des Dichters in den Sinn kam. Wer Perlen sucht, muss tauchen. Wer etwas leisten möchte, verschlafe nicht den Tag. Wer leben will, der kämpfe. Und also fasste ich mir ein Herz, verkaufte die letzten Kleider, die mir geblieben waren, und kaufte dafür Seide und Krüge. Ich begab mich mit anderen Kaufleuten auf ein Schiff. Wir segelten von Insel zu Insel und von Land zu Land und verkauften unsere Waren und kauften mit dem Geld neue Waren, um sie alsbald wieder zu verkaufen, bis wir zu einer Insel kamen, auf der die schönsten Blumen und Sträucher blühten, die ich je sah. Der Kapitän ließ den Anker auswerfen. Wir betraten die Insel. Einige Kaufherren gruben Feuerlöcher in den Boden und kochten sich eine Suppe, andere erhitzten Wasser, um ihre Kleidung zu waschen. Ich ging spazieren und sah mich um. Plötzlich rief der Kapitän: Hey Leute, kommt aufs Schiff! Die Insel ist ein riesiger Fisch, der mitten im Meer steht! Die Erde hat sich auf seinem Rücken angeschwemmt und Sträucher und Blumen sind darauf gewachsen. Das Feuer schmerzt den Fisch. Er bewegt sich. Rettet uns! Gischt schäumte auf. Was ist sie schon nun vergangen? Wir sind als Ende der Tage. Das Schiff war weit entfernt. Der Kapitän glaubte wohl, dass niemand sich schwimmend zu retten vermochte. Er segelte, ohne nach Überlebenden zu suchen, davon. Ich sah dem Schiff verzweifelt nach, des Todes gewiss.
Ich jammerte. Aber um der Süße des Lebens willen setzte ich mich rittlings auf den Bottich und ruderte mit den Füßen die ganze Nacht und den folgenden langen Tag, bis ich eine Küste erreichte. Du wirst Schmerzen nicht auftreten, von Fischen an meinen Füßen. Deshalb zog ich mich ans Land, wo ich wie ein Toter zu Boden sank. Als ich erwachte, waren meine Füße geschwollen, sodass ich mich auf Knien vorwärts schieben musste. Wie sollte ich auf diese Weise ein Dorf oder eine Stadt ausfindig machen? Ich aß von den Früchten der Bäume, trank aus den Quellen und kroch voran. Am folgenden Tag fielen meine Blicke auf etwas Weißes. Ich lief darauf zu, eine gewaltige Kuppel. Ich ging um sie herum, nirgends eine Tür. Weil die Kuppel so blank und glatt war, vermochte ich auch nicht hochzuklettern. Plötzlich verfinsterte sich der Himmel. Ich blickte auf und sah einen ungeheuer großen Vogel mit unermesslichen Flügeln. Der Vogel schoss direkt auf mich zu. Das ist der Riesenvogel Rück. Was ich für eine Kuppel gehalten hatte, war ein gewaltiges Vogelei. Der Rook setzte sich auf das Ei und brütete darauf. Dabei schlief er ein. Als ich das bemerkte, dachte ich nach, wickelte meinen Turban auf, drehte die Stoffbahn zu einem Strick und band ihn mir um den Bauch sowie um ein Bein des Riesenvogels. Der Rook regte sich nicht. Vielleicht würde er mich in eine bewohnte Gegend tragen. Ich wagte kein Auge zu schließen. Sobald der Tag herandämmerte, breitete der Rook die Flügel aus und flog empor. Er zog mich mit sich in die Luft und ließ nicht ab, sich höher und höher zu schwingen, bis ich glaubte, er habe die Grenze des Himmels erreicht. Dann schwebte er zwischen steilen Bergen in ein Tal hinab. So wie ich festen Boden unter den Füßen spürte, band ich mich los. Ich bebte aus Furcht vor dem Riesenvogel, obgleich er sich gar nicht für mich interessierte, und stahl mich in heller Angst davon. Ich drehte mich um und erblickte, wie der Rook mit seinen Krallen eine Schlange von gewaltigem Umfang und ungeheurer Länge ergriff und in die Luft hob. Wo war ich? Rings um mich her wimmelte es von Schlangen. Wäre ich doch nur auf der Insel geblieben, jammerte ich und erkannte, dass ich die Berge nicht erklimmen konnte. Auf der Insel hatte ich Früchte zu essen und Wasser zu trinken gehabt. Hier gab es nichts als Schlangen und Steine. Steine. Ich guckte genauer hin. Der Boden des Tals bestand aus Diamanten. Eine Schlange kroch auf mich zu. Mir standen die Haare zu Berge. Gleich würde ich verschlungen werden. Was war das? Ein geschlachtetes Lamm war vom Himmel gefallen, direkt vor meine Füße. Ich blickte hoch, da war niemand. Wieder ein geschlachtetes Schaf. Die Schlange wich zurück. Da fiel mir ein, was ich einst von Reisenden vernommen hatte. Das Tal, wo man die Diamanten findet, sei von hohen Bergen umschlossen, sodass niemand in das Tal gelangen kann. Deshalb nehmen die Kaufleute ein Schaf, schlachten und werfen es vom Berggipfel hinab ins Tal. Da das Fleisch frisch und vom Blut klebrig ist, bleiben ein paar Diamanten daran haften. Wenn die Geier auf die geschlachteten Schafe herniederstoßen und sie mit den Klauen auf die Berggipfel tragen, um sie dort zu fressen, kommen die Kaufleute angerannt und verscheuchen die Geier. Dann nehmen sie die Diamanten, die am Fleisch haften geblieben sind. Niemand kann Diamanten auf andere Weise erlangen. Schnell füllte ich mir die Taschen mit den schönsten und größten Diamanten, schob mich unter ein Lamm und band mich mit meinem Turban daran fest. Im selben Augenblick schoss ein Geier hernieder, schlug seine Fänge in das Lamm auf meiner Brust und stieg hoch in die Luft. Der Geier flog auf den Gipfel eines der Berge, warf das Lamm dort nieder und begann es zu zerfleischen. Da erhob sich ein Lärmen. Und ein Geschrei.
sodass der Geier erschrak und wegflog. Ich band mich los und kroch unter dem Lamm hervor, die Kleider ganz mit Blut verschmiert. Ein Kaufherr kam angelaufen, erblickte mich und erstarrte vor Schreck. Bei Allah, wer bist du? Und warum kleben keine Diamanten an dem Fleisch? Fürchte nichts. Ich bin ein Mensch. Sei guten Mutes. Ich gebe dir Diamanten, wie du sie noch nie gesehen hast. Griff in die Tasche, reichte ihm ein paar große Edelsteine und erzählte ihm meine Geschichte. Dann brach ich auf und wanderte über die Bergeskette zur nächsten Stadt. Erneut packte den fleischlichen Menschen die Sehnsucht nach Reisen, nach Abenteuern und unbekannten Städten. Ich kaufte mir mit einigen Diamanten Waren, wie sie für eine Reise zur See geeignet sind, und ging mit anderen Kaufleuten an Bord des Schiffes. Wir segelten los, fuhren von Meer zu Meer und von Stadt zu Stadt, indem wir kauften und verkauften, wo immer wir landeten. Wir staunten, auf welche Weise fremde Völker leben, und gewannen neue Freunde. Bis eines Tages, als wir über die wogende See fuhren, ein gewaltiger Sturm anschwoll. Der Kapitän schrie verzweifelt: Brüder, der Sturm ist unser Herr geworden. Wir treiben auf einen Berg zu. Gewaltige Felsen rückten immer näher. Wir klagten laut. Bei Allah, das ist die Stunde des Untergangs. Wir sind ans Ende der Tage gekommen. Bis zum Abend deine Rettung. Niemand kann seine Schicksal entfliehen. Lass alle Hoffnung fallen von Himmel. Schluss, kein Entrinnen. Das Schiff zerschellte. Eine Welle schleuderte mich zum Felsen hin. Sie drohte mich zu zerschmettern. Ich krallte mich an einer Steinkante fest, suchte nach weiteren Felsvorsprüngen und Rissen und zog mich mit letzter Kraft hinauf. In Sicherheit. Zwei Kaufleute hatten sich gleich mir retten können. Und ich freute mich, dass ich nicht allein geblieben war. Wir kletterten den Berg hoch und warfen uns erschöpft ins Gras. Die Nacht brach herein. Kaum dunkelte es, hörten wir ein Zischen. Als wir emporfuhren, erblickten wir eine drachengleiche Schlange. Das Ungeheuer umzingelte uns. Kein Entfliehen möglich. Plötzlich schoss das Vieh auf einen von uns zu, ergriff ihn mit seinen Zähnen und verschlang ihn bis zu den Schultern. Er schrie um sein Leben. Dann verschluckte ihn die Schlange vollends. Wir hörten, wie seine Rippen im Bauch der Schlange krachten. Hernach kroch die Schlange fort. Wir blieben entsetzt und vor Angst gelähmt zurück. Bei Allah, stammelte ich, wie können wir diesem Untier entgehen? Mein Kamerad und ich liefen den ganzen Tag auf der Insel umher. Wir suchten ein Versteck, indes wir fanden keins. Als sich der Himmel verfinsterte,
kletterten wir auf den höchsten Baum. Ich klammerte mich am obersten Ast fest, sein Holz knackte bedenklich. Mein Kamerad lagerte sich auf einen Ast darunter. Die Schlange kroch heran. Sie spähte nach links und rechts. Hiernach schlängelte sie sich auf den Baum zu, worauf wir lagen, klomm bis zu meinem Kameraden hinauf und würgte ihn hinunter. Ich vermochte den Blick nicht von ihr zu wenden, bis sie verschwunden war. Dann rutschte ich den Stamm hinab und lief und konnte auf der Insel nicht vor ihr wegrennen. Sie würde mich doch verschlingen. Ich war hoffnungslos und überlegte, ob ich mich im Meer ersäufen sollte, um Ruhe zu finden. Doch ich konnte mich nicht überwinden. Das Leben ist zu süß. Wie mich aber retten? Plötzlich kam mir eine Idee. Ich suchte und fand 5 junge Bäumchen, die so groß waren wie ich, riss sie nebst Wurzeln aus der Erde. Hierauf legte ich mich auf den Rücken, band mir mit Kletterpflanzen ein Bäumchen unter die Füße und je ein anderes über den Bauch, sowie an meine linke und rechte Körperseite. Das 5. Bäumchen nahm ich in beide Hände und legte es mir quer über den Kopf, sodass ich ganz von den Stämmchen umgeben war. Sobald es dunkelte, schlich die Schlange heran, um mich zu fressen. Indes konnte sie mich nicht mit ihren Zähnen fassen, soweit sie das Maul auch aufriss. Sie umringelte mich und versuchte mich zu packen. Ich war mehr tot als lebendig vor Angst. Von Sonnenuntergang bis Tagesanbruch ließ sie nicht ab, mich zu belagern. Erst als sie von Sonnenstrahlen getroffen wurde, huschte sie wütend davon. Schnell band ich mich los und lief zur Küste, hoffend, dass ich ein Schiff auf den Wogen entdecken würde. 8 Nächte musste ich mich gegen das Scheusal verteidigen, bis ich am 9. Tag endlich ein Schiff gewahr wurde. Ich winkte mit einem der Bäumchen. Als der Kapitän mich bemerkte, ließ er mich an Bord holen. Hey! Ich befand mich auf eben dem Schiff, das in See gestochen war, als der Fisch, den wir Kaufleute für eine Insel gehalten hatten, untertauchte. Oh, Kapitän, rief ich, vor dir steht Sindbad, der Seefahrer. Du hast mich auf dem Fisch zurückgelassen und bist ohne mich davongesegelt. Der Kapitän sah mich an und sprach. Wahrlich, es gibt weder Treu noch Glauben unter den Menschen. Sindbad, der Seefahrer, ist ertrunken. Ich erzählte dem Kapitän alles, was uns auf der Reise gemeinsam widerfahren war, so dass er sich von der Wahrheit überzeugen lassen musste. Bei Allah, wir glaubten nicht, dass du dem Tod entronnen wärst. Er übergab mir meine Stoffballen und andere Waren. So hatten mir Glück und Zufall meinen Besitz, den ich längst verloren wähnte, wieder geschenkt. Erneut packte mich die böse Lust nach Abenteuern und mich verlangte, Handel zu treiben. Wir lichteten die Anker und fuhren mit Allahs Erlaubnis Tage und Nächte lang übers Meer von Insel zu Insel. Wir verkauften unsere Waren und lernten Land und Leute kennen. So näherten wir uns einmal einem Ufer. Der Kapitän wollte soeben in eine Bucht steuern, als unerwartet das Schiff in seiner Fahrt wie von einer mächtigen Hand festgehalten wurde. Alle Waren an Deck rutschten nach vorn, wir flogen zur Spitze des Schiffes und ins Wasser. Wir waren auf einer Sandbank aufgelaufen. Der Rumpf des Schiffes hatte sich tief in den Sand gebohrt. Uns blieb nichts weiter übrig, als das Schiff zu entladen, damit es leichter werden würde und sich aus dem Sand befreien könnte. Gerade als wir das Schiff zu entladen begannen, stürzten vom Ufer her Hunderte von Affenmenschen auf uns zu. Wie ein Heuschreckenschwarm.
Wir fürchteten uns wegen ihrer unermesslichen Anzahl, denn die Überzahl besiegt den Mut. Nichts zu machen, keine Rettung, niemand kann seinem Schicksal entfliehen. Lass alle Hoffnung fahren vom Himmel, Schluss kein Entrinnen. Ich rief den Männern zu, gebt alles, was ihr besitzt, den Affenmenschen und lasst uns fliehen. Die Männer fassten wieder Hoffnung. Wir sprangen in die Rettungsboote und warfen uns in die Riemen. Wenngleich die Affenmenschen die Waren plünderten und die herrlichen Seidenstoffe zerrissen, so hatten wir doch unser Leben gerettet und ruderten einer nicht weit entfernten Insel zu. Kaum betraten wir den Strand, umzingelte uns eine Schar nackter Männer, legte gewaltsam Hand an uns und schleppte uns vor ihren König. Der König befahl, wir sollten uns setzen. Wir ließen uns an den Tischen nieder und die nackten Männer stellten Speisen vor uns hin, dergleichen wir unser Leben lang niemals gesehen hatten. Sehnen und Tracht meiner Gefährten richtete sich auf nichts anderes als auf Essen und Trinken. Sie schlangen gierig in sich hinein, was ihnen vorgesetzt wurde. Die Nackten brachten gegorene Kokosmilch. Kaum hatten meine Gefährten davon getrunken, drehten sich ihre Augen in den Kopf hinein. Sie schwankten auf den Sitzen, grölten und fraßen und soffen sich um ihren Verstand. Mich ekelte vor den Getränken und Speisen. Ich hörte nichts an. Ich sah mich um und erkannte, wir waren in die Hände von Menschenfressern gefallen. Alle Menschen, die in ihr Land kommen, führen sie vor den Herrscher. Sie geben ihnen zu essen und zu trinken und salben sie mit Kokosöl ein, damit sie schön glänzen. Allmählich weiten sich die Magen der Menschen, sodass sie noch mehr in sich hineinstopfen und die Fähigkeit zu denken ganz verlieren. Sie werden zu Idioten. So ging es meinen Gefährten. Sie gebrauchten nicht mehr ihren Verstand. Sie ließen sich mästen, bis sie dick und fett genug waren. Dann wurden sie geschlachtet, indem man ihnen die Kehlen durchschnitt. Damit waren sie dem Herrscher ein leichtes Fressen und hatten sich durch ihre Gier selber bereitet. Ich wurde krank vor Furcht und Hunger. Das Fleisch schrumpfte auf meinen Knochen zusammen. Als die Wilden das sahen, überließen sie mich mir selber und beachteten mich nicht weiter, sodass ich ihnen eines Tages entschlüpfen konnte. Ich zwängte mich durch ein Kellerfenster und lief, so schnell mein abgemagerter Körper mich tragen konnte, davon. Ich schleppte mich vorwärts, bis die Sonne untergegangen war. Gern hätte ich geschlafen, doch Angst und quälender Hunger trieben mich weiter. 7 Tage und Nächte schritt ich voran, bis ich am Morgen des 8. Tags ein paar Leute, die Pfeffer ernteten, traf. Wer bist du? Woher kommst du? Wie entkamst du den Wilden, die jeden auffressen, der ihnen in die Hände fällt? Ich erzählte, was mir widerfahren war. Die Leute setzten mir ein wenig Speise vor, gaben mir Kleidung, und einer von ihnen führte mich in sein Haus. Der Mann fragte, Herr, kannst du ein Handwerk? Bei Allah, ich beherrsche kein Handwerk, ich bin ein Kaufherr. Nimm diesen Sack und fülle ihn mit Kieselsteinen. Dann schließe dich den Männern im Dorf an. Tu, was sie tun. So wirst du vielleicht genügend Geld zusammenkriegen, damit du in deine Heimat zurückkehren kannst. Ich füllte den Sack am Strand halb voll mit Kieseln, mehr vermochte ich nicht zu tragen, und trat zu den Männern.
Sie hießen mich willkommen und wir gingen gemeinsam, bis wir ein geräumiges Tal erreichten, das voll hoher Palmen bewachsen war. Die Stämme waren so glatt, dass kein Mensch sie erklettern konnte. Unter den Palmen schliefen viele Affen. Als sie uns herannahen sahen, sprangen sie hoch und kletterten auf die Palmen. Meine Gefährten begannen, sie mit Steinen zu bewerfen. Die Affen verteidigten sich, indem sie Kokosnüsse pflückten und auf uns herabschmissen. Ich wählte mir einen großen Baum aus, der ganz voller Nüsse, aber auch voller Affen war, und begann, die Kieselsteine hochzuschleudern. Die Affen katapultierten Nüsse zurück. Ich musste höllisch aufpassen, damit sie mich nicht trafen. Sammelte die Nüsse ein, und ehe ich noch den Vorrat an Steinen verbraucht hatte, war der Sack mit Nüssen gefüllt. So ging ich jeden Tag mit den Männern in das Tal und lebte und arbeitete lange Zeit mit ihnen, bis ich einen großen Vorrat ausgezeichneter Nüsse und eine beträchtliche Summe Gelds beisammen hatte. Eines Tages nun, als ich am Strand weilte, um Steine aufzusammeln, steuerte ein Schiff auf den Hafen zu. Da ging ich zu meinem Freund und gestand, wie sehr ich mich sehnte, in meine Heimat zurückzukehren. Ich dankte ihm für Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit, verstaute die Kokosnüsse auf dem Schiff, verabschiedete mich und fuhr mit den anderen Kaufherren davon. Wir segelten von Land zu Land, bis wir endlich, wohlbehalten, in Bassorah landeten. Nach kurzem Aufenthalt machte ich mich auf den Weg nach Bagdad, der Stadt des Friedens. Als ich Bagdad endlich wieder sah, war ich froh. Ich kaufte mir dieses Haus und den Garten, darinnen du, mein Namensvetter, und ich jetzt weilen. Mit der Zeit vergaß ich, was ich in der Fremde an Mühsal, Gefahren und Leid erduldet hatte, und stürzte mich in allerlei Freuden und Wonnen, indem ich leckere Speisen aß und köstlichen Wein trank. Und die Brust wurde mir weit und leicht, mein Herz. So viel für heute. Namensvetter Sindbad, der Lastenträger. Ich bitte dich, mit mir zu Nacht zu speisen. Morgen will ich dir weitererzählen, denn wisse, meine Reisen haben damit noch nicht geendet. Und die, von denen ich dir noch berichten werde, sind abenteuerlicher als alle, die du bisher vernommen hast. O Herr, ich staune, was du alles durchgemacht hast und verneige mich vor deiner Tatkraft, deiner Ausdauer und deinem Lebensmut. Sei gegrüßt, Sindbad vom Lande. Ich grüße dich, Sindbad der Seefahrer. Ich bin begierig zu hören, was du auf weiteren Seereisen erlebt hast. Gieß dir Tee ein, iss und höre. Wie ich dir gestern berichtet habe, lebte ich behaglich in meinem Haus. Eines Tages besuchten mich einige Kaufleute und plauderten von ihren Reisen. Da regte sich wieder in mir die alte Lust. Und ich sehnte mich danach, den Anblick fremder Gegenden zu genießen und neue Erkenntnisse zu schöpfen. Und weil mich gelüstete, Menschen anderer Rassen kennen und verstehen zu lernen, und weil ich wünschte, mit ihnen Handel zu treiben, schloss ich mich den Kaufleuten an. Ich kaufte mir kostbare Waren, verpackte sie zu Ballen und brachte sie von Bagdad nach Bassorah, wo ich mich mit den Kaufleuten an Bord eines Schiffes begab. Alsbald stachen wir in See und fuhren von Meer zu Meer, bis wir eines Tages an eine unbewohnte Küste kamen. Am Strand entdeckten wir eine hohe Kuppel, aber keinen Menschen. Einige Kaufleute gingen an Land, um die Kuppel zu untersuchen, während ich auf dem Schiff blieb, denn ich wusste ja, was diese Kuppel ist. Als sich die Kaufleute der Kuppel näherten, siehe, da entpuppte sie sich als das Ei des Riesenvogels Rug, der mich einst durch die Lüfte getragen hatte. Die Kaufleute begannen mit Steinen gegen die Eierschale zu schlagen, bis sie zerbrach und das Rugküken im Ei zu sehen war.
Als ich bemerkte, was die Kaufleute taten, rief ich: Hört auf! Was hat euch das Küken getan? Die Kaufleute aber zerrten an der Schale und schnitten in dummer Zerstörungswut dem jungen Vogel den Hals durch. Einfach nur so. Ohne Grund. Plötzlich wurde es dämmerig, als habe sich eine schwarze Wolke vor die Sonne geschoben. Wir blickten empor und sahen den Riesenvogel auf uns herabschweben. Als er das Ei zerbrochen fand, stieß er einen markerschütternden Schrei aus. Ich rief dem Kapitän und den Leuten zu: Lasst uns aufs Meer hinausfliehen! Der Rook umkreiste das Schiff und krächzte auf uns nieder, dass wir um unser Leben zu fürchten begannen. Die Kaufherren kamen an Bord geeilt. Wir kappten die Taue und versuchten, das offene Meer zu erreichen. Als der Rook das sah, umklammerte er mit seinen Fängen einen gewaltigen Felsbrocken und verfolgte uns. Wir warfen alle Segel aus und hofften zu entrinnen. Der Rook ließ den Felsen fallen. Der Brocken traf das Hinterteil des Schiffes und zerballte es. Die Wogen schlugen hoch auf. Das Schiff schoss in den Strudel des Wassers bis auf den Meeresgrund. Kaufleute und Matrosen wehklagten. Glaubte wohl, das Schiff sei mit Mann und Maus versunken, denn er flog fort. Ich schwamm auf den Strand zu, wo ich mit letzter Kraft aus dem Wasser kroch. Aber jeden Moment konnte der Riesenvogel zurückkehren. Ich musste weiter. Nachts schlief ich unterm Sternenhimmel, tagsüber lief ich und suchte nach menschlichen Behausungen, bis ich an einen schmalen Fluss kam. An seinem Ufer saß ein ehrwürdiger alter Mann. Ich begrüßte ihn. Er grüßte mit einem würdevollen Kopfnicken zurück. Sprach ich ihn an: Alter, weshalb sitzt du hier? Ich muss über den Fluss, aber meine Beine können sich nicht mehr in dem reißenden Wasser halten. Dachte ich bei mir, ich will freundlich an dem Alten handeln und ihn hinübertragen. Ich hob den Greis vorsichtig auf meinen Rücken, durchquerte den Fluss und setzte ihn behutsam ab. Er aber wollte nicht von meinem Rücken steigen und schlang seine Beine um meinen Nacken. Ich bemerkte erst jetzt, seine Beine waren rau und schwarz wie die des Büffels. Da bekam ich es mit der Angst zu tun und wollte den Alten abschütteln. Er indes klammerte sich an mich und presste seine Beine gegen meinen Hals, bis kein Blut mehr durch die Adern floss und ich fast erstickte. Mir wurde schummrig vor Augen und ich stürzte zu Boden. Der Alte trommelte mit seinen Füßen gegen meine Brust, dass ich von Schmerzen gepeinigt aufsprang. Er lachte und befahl: Trag mich dorthin, zu diesem Baum. Er hat die besten Früchte. Ich habe Hunger. Und so oft ich mich weigerte, sein Geheiß zu befolgen, schlug er mich mit den Füßen und trampelte auf mir herum. Ich schleppte ihn wie ein gefangener Sklave. Er aber stieg bei Tag und Nacht nicht von meinem Nacken. Während er schlief, drückte er mir die Beine um den Hals, lehnte sich zurück, grunzte und ruhte sich aus. Sobald er erwachte, prügelte er mich, bis ich aufgestanden war. Ich musste all seinen Befehlen gehorchen, denn ich vermochte ihn nicht abzuschütteln. So lebte ich in Unfreiheit und war seiner Gewalt ausgeliefert. Manchmal sprach ich bei mir selber, tat ich ihm nichts Gutes, und er lohnt es mit Bösem. Bei Allah,
Sollte ich jemals freikommen, will ich keinem Menschen wieder helfen. Ich flehte zu Allah, er solle mich sterben lassen. So sehr war ich erschöpft und quälte mich diese Knechtschaft. Doch Allah erhörte mich nicht. Tag und Nacht saß mir der Alte im Nacken. Einst kamen wir zu einer Stelle, wo Kürbisse wuchsen. Ich nahm einen großen, trockenen Kürbis, schnitt ihn oben auf und hüllte ihn aus. Danach sammelte ich Weintrauben, presste sie über dem Kürbis aus, bis er mit Saft angefüllt war. Nun verschloss ich den Kürbis und stellte ihn in die Sonne, damit der Saft zu starkem Wein gären konnte. Weil ich die Folter des Satans wenigstens für einige Stunden vergessen wollte, trank ich jeden Tag von dem Wein. Und so oft ich getrunken hatte, fühlte ich mich befreit und schöpfte neuen Lebensmut. Aber eben nur, wenn ich berauscht war. Denn sobald ich ernüchterte, wünschte ich, tot umzufallen. Es begab sich, dass mich der Alte fragte: Was ist das, was du trinkst? Ein Stärkungsmittel, welches das Herz fröhlich sowie den Körper jung macht und den Geist fliegen lässt. Au, da wurde der Alte hellwach. Gib her, ich will trinken. Ich reichte ihm den Kürbis. Er riss ihn mir aus den Händen und leerte ihn in einem mächtigen Zug bis auf den Grund. Dann wurde er lustig, begann in die Hände zu klatschen und auf meinen Schultern hin und her zu hüpfen. Bald war er hilflos betrunken. Er schwankte auf meinem Rücken. Als ich bemerkte, dass er vor Trunkenheit den Verstand verloren hatte, ergriff ich seine Beine, löste sie vorsichtig von meinem Nacken, beugte mich weit nach vorn, sodass er in voller Länge hinfiel. Gerettet. Ich lief davon. Aber dann blieb ich stehen und dachte, eines Tages wird dieser Teufel einen anderen hilfreichen Menschen überlisten und ihm im Nacken sitzen. Ich kehrte um, nahm einen großen Stein, trat zu dem Alten und erschlug ihn. Frei und erleichtert ging ich fort, aß Früchte und trank Wasser, bis ich nach 4 Tagen eine Stadt vor mir liegen sah. Ich schritt darauf zu und traf einen Herrn auf einem schönen Pferd, das er ungesattelt ritt. Wer bist du, Fremder? Und wieso kommst du von dort her? Ich erzählte dem Herrn, was ich erlebt hatte. Er zeigte sich erstaunt und sprach: Keiner, der den Alten im Nacken hatte, ist je lebendig davongekommen. Dann führte er mich in sein Haus und bewirtete mich reichlich. Ich wollte mich für seine Gastfreundlichkeit bedanken. Und da ich gesehen hatte, dass er sein Pferd ohne Sattel und Zaumzeug ritt, wie übrigens alle Reiter in der Stadt, erbot ich mich, einen Sattel zu fertigen. Ich bat den Herrn um etwas Wolle, Holz, Leder und Filz und begann, einen Sattel zu bauen. Anfangs fiel mir die Arbeit schwer, aber allmählich lernte ich, wie ich es machen musste. Ich ging zu einem Schmied und bat ihn, ein paar Steigbügel und ein Zaumgebiss zu schmieden. Nach 2 Wochen Arbeit holte ich das beste Pferd aus dem Stall, sattelte es, hängte die Steigbügel an den Sattel und führte es meinem Gönner vor. Ihm gefiel mein Werk. Dann saß er auf, freute sich über den Sattel und belohnte mich reichlich. Bald kamen all die Bürger und Würdenträger der Stadt und baten mich um Sättel. Ich verlegte mich darauf, Sättel anzufertigen, stieg als Handwerker hoch in Gunst und gewann schönen Besitz. Eines Tages sprach mein Wohltäter zu mir: Du bist einer von uns geworden. Deshalb ist es mein Wunsch, dass du meine Tochter zur Frau nimmst. Oh, mein Gönner, das ist zu viel Ehre für mich. Er aber rief alle seine Verwandten und Bekannten herbei und vermählte mich mit seiner Tochter. Ich fand ein Mädchen vollkommen an Schönheit.
gefiel mir. Und ich gefiel ihr. Wir liebten einander. Wir waren ein einzig Wesen und lebten in Freude und höchstem Genuss. Lange lebten wir so dahin, als meine Frau plötzlich erkrankte und bettlägerig wurde. Eine Woche später starb sie. Da kamen die Verwandten und Freunde und trauerten mit mir. Sie trösteten mich und sagten mir, lebe wohl. Ich begriff nicht, weshalb sie sich von mir verabschiedeten. Mein Schwiegervater trat heran. Oh, mein Sohn. Heute noch wird dein Weib, meine Tochter, beerdigt. Und du wirst mit ihr begraben. Denn es ist Sitte bei uns, wenn das Weib zuerst stirbt, wird der Mann lebendig mit seiner Gemahlin in die Erde versenkt. Und ebenso die Frau, falls der Mann zuerst stirbt, so dass keiner mehr das Leben genießen kann, wenn er seinen Ehegemahl verloren hat. Bei Allah, rief ich, das ist ein barbarischer Brauch. Hiernach traten die Leichenträger heran und hoben die Verblichene an den Fuß eines steilen Berges. Dort schoben sie eine große Steinplatte, die den gemauerten Ring eines tiefen Schachtes bedeckte, zur Seite und warfen die Tote hinab. Die Leichenträger kamen auf mich zu. Mir war, als müsste meine Gallenblase vor Angst platzen. Mein Verstand war betäubt. Vor Entsetzen konnte ich mich nicht bewegen. Ich war außerstande zu fliehen. Ich schrie, Menschen lebendig begraben, das ist Mord! Doch die Männer fassten mich gewaltsam, banden mich und seilten mich zusammen mit einem Krug Wasser und 7 Broten den Schacht hinunter. Und indem sie den Steg nachwarfen, verschlossen sie den Schacht. Vollständige Finsternis umhüllte mich. Ich weinte und klagte jämmerlich, bei Allah, das ist ein abscheulicher Tod. Danach sank ich auf die Gerippe der Toten nieder und blieb dort liegen und flehte den baldigen Tod herbei. Aber der Tod ließ auf sich warten. Schließlich brannte mir das Feuer des Hungers im Magen. Und Durst dörrte meine Kehle aus. Ich band mich vom Strick los, setzte mich auf, suchte mit der Hand nach einem der Brote, aß einen Bissen und trank einen Schluck. Meine Lebensgeister regten sich wieder. Nach den ersten Stunden, das sind die furchtbarsten, die ich je erlebt habe, tastete ich um mich herum. Aber wohin ich immer meine Hand ausstreckte, überall Gebeine von Verstorbenen. Um die Armknochen hingen Armbänder und Reifen. An den Fingern steckten Ringe. Die Skelette aber waren von reichen Gewändern bedeckt. Ich erhob mich, um den Schacht auszuforschen. Ich nahm die 7 Brote und den Krug voll Wasser auf und schob mich vorwärts, bis meine Finger den Widerstand von Felsgestein fühlten. Nun ging ich die Felswand entlang und entdeckte, dass ich mich in einer geräumigen Höhle befand. Der Boden war überall mit verwesten Gebeinen bestreut. Ich bewegte mich immer weiter voran. Die Höhle hatte offensichtlich weite Ausbuchtungen und zog sich tief in den Berg hinein. Ich aß ganz selten und immer nur einen Bissen Brot und nippte lediglich von dem Wasser, wenn der Durst mich zu sehr peinigte, denn ich fürchtete, die Zehrung könnte mir ausgehen. Weil es weder Tag noch Nacht für mich gab, weiß ich nicht, wie lange ich auf diese Weise gelebt habe. Da geschah es, dass mich ein Kratzen und Scharren aus dem Schlaf riss. Die Haare sträubten sich mir vor Angst. Trotzdem sprang ich hoch und ging auf das Geräusch zu. Irgendetwas floh vor mir ins Innere der Höhle. Es musste ein Tier sein, das einen Weg in die Höhle hinein und wieder hinaus kannte. Ich folgte ihm, stolperte vorwärts, fiel hin, erhob mich wieder und sah schließlich ganz in der Ferne einen Lichtpunkt,
nicht größer als ein Stern. Ich hastete darauf zu. Der Lichtpunkt wurde größer und heller. Ich hatte einen Spalt im Felsen gefunden, der mir den Blick ins offene Land eröffnete. Ich war des Lebens gewiss, nachdem ich schon des Todes gestorben war. Wie im Traum zwängte ich mich durch den Spalt. Gerettet, frei. Ich stand auf dem Hang des hohen Berges und blickte aufs Meer. Die Stadt lag auf der gegenüberliegenden Seite des Berges. Ich entzündete, wie die Väter unserer Väter, ein Feuer, indem ich einen Zweig harten Holzes in einen Ast weichen Holzes mit aller Schnelligkeit drehte, bis das Holz durch die dabei entstehende Hitze zu glimmen begann. Als der Ast schließlich brannte, nahm ich ihn als Fackel und ging in die Grabeshöhle zurück. Ich sammelte die Halsbänder mit Perlen und Juwelen verziert und den edelsteinbesetzten Gold- und Silberschmuck sowie all die anderen Kostbarkeiten in die toten Laken und Kleider, verschnürte sie zu Bündeln und trug sie zur Höhle hinaus. Und weil ich mittlerweile das Brot verzehrt und alles Wasser getrunken hatte, ernährte ich mich von Gräsern und benetzte meine Lippen mit dem Tau der Morgenstunde, bis ich nach mehreren Wochen endlich ein Schiff erspähte. Ich winkte mit einem weißen Linnen und hoffte, dass man mich bemerken würde. Endlich wurde ein Boot ausgesetzt, um mich an Bord zu holen. Die Matrosen nahmen mich mit den Bündeln ins Boot und ruderten zum Schiff. Erst jetzt war ich wirklich gerettet. Ich bedankte mich bei dem Kapitän. Hernach fuhr das Schiff weiter und wir segelten von Meer zu Meer. Eines Tages zog eine schwarze Wolkenwand gegen uns auf. Ein heftiger Wind blies uns ins Gesicht. 10 Meter hohe Wellen. Der Kapitän stieg in den ächzenden Mast hinauf. Kaum hatte er sich umgesehen, rief er: Bei Allah! Nehmt Abschied voneinander! Der Wind hat uns in das Meer der Stürme verschlagen! Seine Worte waren noch nicht verhallt, als das Meer auseinanderklaffte und ein kolossaler Fisch auftauchte, so groß wie ein Berg. Bei seinem Anblick wurden wir rasend vor Entsetzen und machten uns bitterlich weinend zum Tode bereit. Das ist die Stunde des Untergangs. Wir sind ans Ende der Tage gekommen. Nichts zu machen, keine Rettung. Niemand kann seinem Schicksal entfliehen. Lass alle Hoffnung fahren von Himmel. Schluss! Das Ungetüm umkreiste das Schiff. Es sperrte das Maul auf. Hier erhob sich eine gewaltige Böe. Das Schiff sprang aus dem Wasser, flog auf die Klippen und zerbrach in 1000 Stücke. Nur wenige waren am Leben geblieben. Wir kletterten ins Innere des Landes bis zu einem Bach, der aus dem Fuß eines Berges hervorquoll und unter dem gegenüberliegenden Berg wieder im Erdboden verschwand. Als wir uns bückten, um zu trinken, sahen wir, das Bett des Baches besteht nicht aus Sand, sondern aus... Rubine! Mondsteine! Smaragde! Bernstein, wir sind reich! Diamanten! Königsperlen! Wir sind die Reichsten der Welt! Reich! 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 Meine Gefährten wurden wahnsinnig beim Anblick des riesigen Schatzes. Irre sprangen sie umher, warfen Edelsteine hoch in die Luft und füllten sich alle Taschen,
sodass sie sich mit der Last der Juwelen nicht mehr erheben konnten und die Taschen zerrissen. Unter unseren Füßen Edelsteine wie Sand am Meer. Aber nichts zu essen. Wir waren von glatten, steilen Felswänden umschlossen, die wir unmöglich erklimmen konnten. Und draußen, auf dem Meer, lauerte das Ungetüm von einem Fisch. Hunger quälte uns. Hungersnot inmitten des unermesslichen Reichtums. Meine Gefährten starben, einer nach dem anderen dahin. Ich versuchte mich am Leben zu erhalten, indem ich Holz und Lederstücke kaute, die mit den Wrackteilen angeschwemmt wurden. Nach einer Weile waren all meine Gefährten tot. Ich begrub den letzten. Da weinte ich um mich selber. Wollte der Himmel, ich wäre vor meinen Gefährten gestorben und sie hätten mich begraben. Niemand legt mich ins Grab. Ich stand auf, schaufelte eine tiefe Grube und hockte mich hinein, damit der Wind mich mit Sand zuwehen sollte. Nach einer Weile aber kam mir ein Gedanke. Der Bach muss unter dem Berg irgendwo hinfließen. Vielleicht bringt mich sein Lauf an einen bewohnten Ort. Ich sammelte ein paar zerbrochene Segelmaste und schnürte sie mit Tauenden aus dem Wrack zu einem Floß zusammen. Das belud ich mit Edelsteinen und Perlen, hängte an beiden Seiten je ein Brett als Ruder an und fuhr los. Mein Floß schwamm bis zu der Stelle, wo der Bach unter dem Berg verschwand. Ich ruderte es in die Höhle hinein. Dichte Nacht umgab mich. Der Strom schob mein Floß in das unterirdische Bett. Ich sah nichts. Das Floß stieß bald an die eine Seite des Tunnels, bald an die andere. Der Fels über mir streifte meinen Kopf, sodass ich mich flach auf das Floß legen musste. Da schalte ich mich selber, weil ich mein Leben so leichtsinnig aufs Spiel gesetzt hatte. Denn falls der Tunnel noch enger wird, kann das Floß nicht mehr von der Stelle. Aber ich kann auch nicht zurück. Ich ersaufe! Das Floß blieb hängen. Ich stieß mich von der Wand ab. Allah sei gelobt, es war nur ein Felsvorsprung. Das Floß trieb dahin, ohne dass ich Tag und Nacht unterscheiden konnte. Während ich auf dem Holz hingestreckt lag und meine Kräfte mehr und mehr schwanden, verfiel ich in einen ohnmächtigen Schlaf. Als ich erwachte und die Augen aufschlug, befand ich mich in einem goldenen Palast. War ich gestorben? Bin ich jetzt in einer anderen Welt? Da trat ein Mann in einem kostbaren Pelz und mit einer Krone auf dem Haupt zu mir. Und sprach: Du lebst. Fürchte dich nicht, ich bin der König von Sarandib. Meine Leute haben dich gefunden und zu mir gebracht. Wer bist du? Wie kamst du auf das Floß? Und wie über die Berge? Noch niemals haben wir erlebt, dass von dort jemand kam. Um Allahs Willen, Majestät, bevor ich erzähle, gib mir zu essen. Sonst tötet mich der Hunger. Da wurden köstliche Speisen vor mir aufgetragen. Ich aß mich satt und berichtete dem König all meine Abenteuer, besonders aber, was ich in dem Tunnel erduldet hatte. Der König wünschte mir Glück zu meiner Rettung. Dann ließ er die Edelsteine und Perlen bringen, die ich aufs Floß geladen hatte, und übergab sie mir.
Ich schenkte ihm die schönsten Juwelen und die größten Perlen, worauf er sich bedankte und mich höchst ehrenvoll behandelte. Er fragte mich, wie man in meiner Heimat lebt und was ich für einen König hätte. Ich erzählte ihm von dem Kalifen von Bagdad, Harun al-Rashid, berichtete, weswegen er berühmt geworden war und wie gerecht er herrscht. Das freute den König. Bei Allah, wie dein Kalif das Volk regiert, ist wahrlich weise und soll gepriesen sein. Sindbad, du hast mir durch den Bericht Freundschaft und Liebe zu deinem Kalifen ins Herz gepflanzt. Deshalb möchte ich ihm ein Geschenk überreichen. Durch deine Hand. Er vermachte mir großen Reichtum aus seinen Schätzen und übergab mir einen Brief an den Kalifen. Die Botschaft lautete: Friede sei mit dir und deinem Volk. Der König bat mich, dem Kalifen außerdem einen Becher aus Rubinen zu übergeben und ein Ruhebett. Das Bett aber hatte die geheime Kraft, dass jeder, der darin ruhte, sein Leben lang gesund blieb. Sodann nahm ich Abschied vom König und bestieg ein Schiff, denn ich sehnte mich nach Haus. Auf der Heimfahrt wurde unser Schiff eines Morgens von vielen Booten umringt, in denen wahre Teufel von Menschen saßen, bewaffnet mit Pfeilen und Bogen, Schwertern und Dolchen. Sie fielen über unser Schiff her und erschlugen alle, die sich verteidigten. Die Überlebenden, denen ich anzugehören das Glück hatte, wurden auf eine Insel verschleppt und dort als Sklaven verkauft. Mich kaufte ein reicher Sklavenhalter. Er kettete mir die Beine aneinander und nahm mich mit. Nach einem halben Jahr befahl er, ich solle hinter ihm auf einem Elefanten Platz nehmen. Wir ritten durch dichten Dschungelwald zu einem riesigen, knorrigen Baum. Dort gab mir der Herr Bogen und Pfeile und befahl mir, auf den Baum zu klettern. Bleib hier über Nacht sitzen. Wenn in aller Frühe Elefanten kommen, schießt du auf sie. Sobald du einen Elefanten erledigt hast, kommst du zu mir gelaufen. Ich will das Elfenbein der Stoßzähne haben. Mit diesen Worten ließ er mich allein. Ich fürchtete mich vor den Tigern, Schlangen und Spinnen. Und schlotterte, bis endlich die Sonne aufging. Unversehens erschienen ein paar Elefanten. Ich schoss. Ein Elefant fiel tot um. Ich lief zum Haus meines Herrn. Der Herr war entzückt und lobte mich. Jeden Tag erschoss ich einen Elefanten, obwohl mich die Tiere dauerten. Eines Morgens aber kam eine ganze Herde auf mich zu. Die Elefanten umringten den Baum. Der größte von ihnen umschlang den Stamm mit dem Rüssel, zog den Baum samt Wurzeln aus der Erde und schleuderte ihn zu Boden. Vor Angst verlor ich beinahe den Verstand. Der Koloss wand seinen Rüssel um meinen Leib. Gleich würde er mich zerquetschen. Aber welch Wunder! Der Elefant hob mich auf seinen Rücken und stampfte mit mir zu einer Stelle, wo Gebeine vieler Elefanten lagen. Der Elefantenfriedhof. Stoßzähne in Hülle und Fülle. Ich begriff. Die Elefanten retteten sich das Leben und wollten sich vor der Ausrottung bewahren, indem sie die Gier der Menschen nach Elfenbeinen stillten. Ich lief zum Haus meines Herrn und führte ihn zu dem Elefantenfriedhof. Da sprach er zu mir: Dafür lasse ich dich frei. Ich dankte ihm und wanderte viele Monate lang durch Wüsten und Wälder, bis ich endlich nach Bagdad, der Stadt des Friedens, kam. Ich pries Allah, dass ich noch lebte und nach Hause gekommen war.
Erwäge nun, Sindbad vom Lande, welche Leiden ich durchgemacht, was für Gefahren und Mühsal ich erduldet habe und wie viel Ausdauer nötig war, ehe ich den Wohlstand erreichte, den ich heute genieße. Oh Herr, ich habe durch deine Erzählung gelernt. Der Mensch muss handeln und darf nicht verzagen. Gelobt sei Allah. Friede mit dir.